Ja, das Problem ist vor allem in diesem sogenannten semiprofessionellen Bereich, wo Vereine, Athletinnen und Athleten zwischen 200 und 450 Euro Minijobs bezahlen. Muss auch hier Mindestlohn bezahlt werden, 8,50 Euro. Und was bedeutet das? Der Wettkampf gehört dazu, sicherlich, aber gehört auch die Anreise dazu, gehört das Kofferpacken schon dazu, gehört das Duschen, die Physiotherapie, das Training dazu. Und vor allem, wenn man dann noch die 10-Stunden-Regelung anwendet und der Wettkampf dauert länger, muss ich dann mit meinem Wettkampf aufhören. Also so Auswüchse zeigt das und das bedeutet, dass wir hier auf der einen Seite Rechtssicherheit schaffen müssen und auf der anderen Seite das ganze Thema auf den Sport noch einmal überprüfen.